8 Tonika und 2 Twitmünzen fehlen uns noch. Und die werden wir uns heute in der vorletzten Folge von Ukulele and Impossible Layer holen. Ja, Freunde, damit willkommen zurück zu der vorletzten Folge von Ukulele and Impossible Layer. So, uns fehlen noch 2 Twitmünzen in Kapitel 19. Die holen wir auch jetzt direkt nach. Und danach gehen wir uns auf die Suche. Ja, was heißt Suche? Wir holen die restlichen Tonics nach. So, warte, ich warte jetzt gerade nochmal, bis er nochmal hustet. Irgendwie ist hier gerade schon wieder ein Fehler. So, ja, hust, dann mach doch mal. So, ich weiß, wo die Münzen sind. Ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt nur diese Tonika holen, wird die Folge sehr wahrscheinlich etwas kürzer. Deshalb habe ich mir gedacht, ja komm, dann nehmen wir doch noch die 2 restlichen Münzen hier. Ja. Allerdings nicht. Ich habe auch mal wieder ein paar Federn genommen, ja. Ich glaube, 3000 Federn habe ich jetzt oder so. Damit werden wir uns dann noch ein paar Tonika kaufen. Allerdings nicht alle. So, ihr seht, das hier ist immer meine Standardausrüstung so ein bisschen. Das werden wir jetzt noch so ein bisschen entfernen. Weniger Controlettis. Ja doch, das kommt auch weg. Das mit der Taschenlampe auf jeden Fall, weil sonst sieht man da gar nichts. So, übrigens gibt es noch einen echten 4. Tonika-Platz. Den holen wir uns noch. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt hier noch schneller rennen und noch schneller rollen. Ne, weißt du was, das lassen wir komplett weg, damit wir noch schön mehr Federn bekommen. So, uns fehlen, glaube ich, Münze Nummer 1 und Nummer 3. Genau, ich weiß, wo beide sind, keine Sorge. Geh rein. Oh Gott. So, das Level, das, ja, war nicht ganz ohne. Oder? Ich kenn's gar nicht mehr richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir laufen jetzt hier einfach nur noch schnell durch. Ich cutte euch das jetzt nicht, weil in der nächsten Folge wird, glaube ich, genug gecuttet. Wenn wir es nicht im First Try schaffen oder so. Was ich sehr wahrscheinlich auch nicht denke. So, und ich glaube, die erste Münze befindet sich auch schon direkt. Ah, ne, hier nicht, oder? Ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen gehen. Ah, so, nämlich ist das hier oben. Ja. So, nämlich hier müssten wir rein. Ich habe das schon gesehen, aber ich dachte, da kommt man noch hin. So, dann sind hier diese Windmühlen. Oh Gott, das... Ah, okay. So, da haben wir die... Ja, was... Hä? Was hätte ich da jetzt tun sollen? Hä? Und da kann ich plötzlich hochspringen? Mach, weil da der Gegner war, oder was? Oh mein Gott, ist das immer so knapp. Ich habe jetzt das so mit den Klubschaugen, ne? Ja. Ich brauche den Schlüssel. Nein, nimm den mit. Wir haben keine Zeit heute. Wir werden die nächste Folge brauchen, die 30 Minuten der Folge. Ich glaube, wir... Entweder wird die Folge... Ja, die Folge wird definitiv, glaube ich, noch länger. Aber na gut. Speicher jetzt hier. Natürlich. Klopp, klopp, klopp. So. Jetzt bitte noch einmal. Also nicht nochmal tot. Nicht nochmal sterben. So. Oh Gott. Nicht abstürzen. Nein.
Nein, jetzt komme ich wieder nicht da hoch. Okay. So, Münze Nummer 1 haben wir. Und die ist gleich auch safe. Hoff doch mal. So, dann bitte kurz hier rein. So, ich habe gespeichert, die ist noch da, ne? Sehr gut. So, dann warten wir jetzt Münze Nummer 2 ab. Und wo kommt das Vieh her? Das war vorher nicht da, oder? Nein, ich weiß es nicht. Oh, hier war keine Münze. Ich glaube, Münze Nummer 2, die hat man noch irgendwo gesehen. Genau, die war hier unten. Also, ja, hier ist sie. Ist eine, na, halt, das ist das gar nicht. So, auf jeden Fall. Ach nee, ja, stimmt. Es ist am Ende bei dieser Tür. So, da unten ist das Ende. Oh Gott. Ich muss hier rein. So. Hier ist jetzt erstmal nochmal das. So, ist ja kein Problem. Wie hat der denn gerade in der Mitte geguckt? Habt ihr gesehen? So, hier müsste das jetzt kommen, ne? Genau, da oben. So, hier. Oh Gott. So, da hinten ist ja Nummer 2. So, und hier müssen wir rein. Das habe ich ja schon gesehen. Aber da bin ich zuerst in die andere Tür da links reingegangen. So, hier mal wieder diese Windräder und auch noch diese, ja, oh, natürlich, Lady, Zielsuchdinger. Ah, da muss ich hin. Und da ist sie. Da ist sie! Sehr gut, Freunde. Und damit haben wir alle 200 Twitmünzen. Jetzt fehlt nur noch eine Kategorie, und zwar Tonika. Ach, kommt sogar hier wieder raus. Na, wobei, na, noch haben wir sie nicht. Noch haben wir nicht. Alle Münzen. Das sind ja nur 2. Erstmal abspeichern, dann sehen wir weiter. Beziehungsweise erstmal aus dem Level hier wieder rauskommen. Ja, weil hier kann man nämlich ganz einfach abkratzen. Bitte kontrolliert die. Ja, sehr gut, okay. Der Münze kann nichts mehr passieren. Tja, ich hab sogar noch alle gekriegt. Ich bin gerade einfach nur auf die Stadt. Ich muss da runter, ne? Was mache ich jetzt hier? Wo muss ich hin? Ach so. Ja, keine Ahnung. Nein! Keine Ahnung, wie man da noch durchkommt. Was machst du? Geh doch da rein. Keine Ahnung, wie man da ohne Treffer durchkommen soll. So, das wird das hier wieder. So, und ich glaube, das ist auch schon fast das Ende. So, das müsste der letzte sein.
Ah! Was? Das war doch. Hä? Wo kommt. Okay. Ah, Ende. So, Freunde, wir haben alle Twitmünzen. So, ja, Go Jelly. Noch ein paar Federn gesammelt. So. Wir sind den 100% auf der Spur. So, okay. Dann kann es jetzt an die Tonika-Suche gehen. So, wenn wir schon gerade hier sind. Na, jetzt muss ich habe das hier in einer seltsamen Reihenfolge aufgeschrieben. Ich muss erstmal gucken. Ne, hier haben wir tatsächlich gar nichts, oder? Ne, hier im Castle sind wir tatsächlich fertig. Das heißt, wir gehen hier hin. So, und bei ihm kann man sich tatsächlich noch was kaufen. Ja, wir haben die letzten 99 Twitmünzen. Jo, und jetzt brauchst du mein Geld, um dir wieder ein neues Haus zu bauen, ne? Bam, 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 bam. Jo. Okay, er braucht tatsächlich alle. Jo. Die geben wir dir auch. Und du gibst mir dafür auch was, genau. Meinen vierten Tonikumplatz. Und zwar meinen echten vierten Tonikumsplatz. Nein, halt. Nein, nicht schon wieder. So, wenn wir jetzt mal gucken. Tonika, jetzt haben wir wirklich vier Plätze. So, das zählt allerdings jetzt nicht mehr hier dazu, oder? Wir haben hier nur noch, hier sammeln alle Erfolge. So, alle Tonika der Overworld, das machen wir heute. Alle Tonika erworben, ja, kriegen wir glaube ich nicht. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Ja, Freunde, wir haben es eigentlich fast durch. Jetzt muss ich hier kurz gucken. So, das ist da, das ist da, das ist auch da. Ah, okay, 1, 2, 3. Wir haben hier noch in der Wüste 3 Tonika, die uns fehlen. Nämlich, das erste ist direkt, direkt hier oben. Das müsste genau hier sein. Tatsächlich, okay. So, das haben wir schon mal. Schwanz weg. Ne, bitte nicht. Was ist das denn jetzt? Ich guck lieber hier hin. Ach da. Wo ist er hin? Das bringt gar nichts. Oh Gott, was ist das denn? So, okay, das haben wir schon mal. Dann nur noch zwei bei Kapitel 14. Zwar einmal in dieser Höhle, wo ich schon mal war, wo ich dachte, da wäre nichts. Und dann noch, warte, wo ist das andere? Genau, das liegt mitten auf dem Weg hier, wenn wir jetzt da hingehen. So, nämlich ganz random genau hier. Das sagt einem bestimmt irgendein Flanker mal wieder. So, gesättigter Film. So, und das andere, das, jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass das hier richtig steht. Aber wir dürfen so, so auch dahin kommen. Ja. So, nämlich hier drin, da habe ich mich ja schon gefragt, ob da nichts ist. Ich glaube, ich habe sogar da gestampft. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ah, die kommen ja da hoch. So, genau hier. Ich dachte, ich hätte hier gestoppt. Grobkörniger Film. So, das hätten wir dann auch. Die letzten Tonika sind dann eigentlich am Anfang, da sind noch zwei, und am Strand sind noch zwei. So, eins haben wir schon gesehen. Eins dachte ich, das hätte ich schon lange. Da war ich sogar noch und habe nochmal nachgeguckt, ob ich das schon habe. So, aber dazu gleich. Erstmal jetzt hier unten. So, nämlich. Das hier haben wir ja schon gesehen, ne? Das Tonikum, was da unten drin ist, da habe ich auch versucht, so einen Stein drauf zu werfen. Da hat nicht funktioniert. Er hat ja irgendwas davon erzählt, dass man die Karte lesen soll. Das habe ich geguckt. Und ihr seht, da glitzert so ein bisschen. Und ihr seht, das geht auch automatisch dahin. Da muss man draufklicken. Und dann kommt es da raus. Was zum Teufel. Aber na gut, jetzt haben wir es. So, wie gemalt.
bestimmt auch wieder so ein Filmstil. So, das andere, das ist hier unten. Wo ich auch tatsächlich schon mal gestampft habe. Allerdings habe ich exakt hier in der Mitte gestampft. Aber man muss hier stampfen. Ganz knapp. So, Torpedo. Das bringt uns alles jetzt nichts mehr. So, das haben wir. Ja, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch zwei Stück, ne? Wir müssten jetzt 59 haben, genau. Wir können ja nur 61 bekommen. Das 62. Das 62. Das kriegt man ja. Ja, entweder ist es das erste. Ne, beziehungsweise es ist das. Es ist eigentlich nur das erste und das einzigste. Das einzige, sorry. Das kriegt man nämlich, wenn man das hier, das unmögliche Versteck, direkt am Anfang, also in Versuch 1 abschließt. Ganz am Anfang ohne Bienentaillon. So. Und hier vorne befinden sich jetzt die letzten zwei Tonics. Ihr seht nämlich unser Orchester hier, das ist jetzt vollendet. Hier ist noch so ein Teil. Jetzt kommen wir nämlich ganz easy hier hoch und können uns dieses Tonikum nehmen. Tick-Tack, Tick-Tack. Sehr gut. So, und dann das letzte Tonikum befindet sich nicht hier oder hier, sondern hier. Wieder mal ganz knapp verfehlt. So, Tonika, Manie. Was? So, auf jeden Fall haben wir jetzt alle Tonika der Overworld. Können wir uns das nochmal schön anschauen. So, das letzte Tonikum, das ist das 50. Das befindet sich nämlich hier. So, da steht vor allem erkunde die Overworld, um dieses Tonikum zu entdecken. Ja, das stimmt halt nicht ganz. So, aber jetzt haben wir nochmal die letzten hier. So, das ist das, das ist das. Jetzt werden wir gleich noch gucken, was wir uns noch kaufen. So, wie gemalt haben wir noch. Dann haben wir das hier noch. Federbänker. Torpedo. Und Tick-Tack, Tick-Tack. Beschleunigst. Ja. So, was kauft man jetzt von denen noch? Ich würde sagen, gibt's noch irgendwas super so nah. Weißt du was, ich kaufe mal hier diese großen, also 1500. Gibt es irgendwo noch was Größeres? Nee, okay, holen wir uns mal Super Sonar. Das da, Federmagnet. Und ja, das kriege ich schon nicht mehr. Holen wir uns hier unten mal noch was für 1000. So, Schattenstachelreich. Nehmen wir uns auch noch. Also jetzt haben wir nur noch 41. Uns fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 Tonika. Die werde ich eventuell noch kaufen, eventuell aber auch nicht. So, dann haben wir hier, ich hatte 2 Bienenteamwächter. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Geht das auch so? Ne, natürlich nicht. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46 und 48. Schön. So. Erhalt des vollständigen Wächterschilds. Versammle alle 48 Bienenteamwächter. So. Paywalls. Deaktiviere die erste Paywall, die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. So. Erhalte 25 Twitmünzen. Erhalte 100, 20. Deine erste Twitmünze, 10 Twitmünzen, 50 Twitmünzen. Das haben wir noch nicht. Gewinne ein Level mit nur 2 Tonika, mit 3 Tonika. Sammle alle Tonika der Overworld. Mit 4 ausgerüsteten Tonika, 20 Tonika gefunden und erworben. Ein Tonikum ausgerüstet. Ja, das ist nicht. Wow, du hast einen geheimen Bereich freigeschaltet. Und beschaff dir einen echten vierten Tonikumplatz. Jetzt können wir uns auch nochmal diese ganzen Bienenteam-Mächte anschauen, ja. Gorbi B-Tail. Kombi, Danbeel, Gamer Honey, Yakbian, ach ja, ach so, okay. Camp Beagle, Willy Kompack, Day Legal, Bumbleson, ja, Goat Jelly, Buzzer Khan, Lil B. Ann,
Sting Fano, Stinsend, Crispy, Jeff Dronen, Heaven Lin oder Heaven Lin, Joe the Bee, der hieß vorher Joe's Hive, Honey Sue oder Sue, keine Ahnung, was? Lore Insect, was Larve Insect, Griff Insect, Justin Singery, keine Ahnung. Was? Stinkfen Onats, Chris Stinkfer, Hive Rustle, DB, Buzzerland, Beefy, Beefenson, Beefenson, Buzzy Moore, ab ins Moor mit ihm, Bumblely, Entby, Nestmeier, Duncom, Epi Dave, Wespenson, der Wespensohn, Kirkhive, Gefsting, Die Wisse, oder Wisse, Hamish, der Mario Kart 8, nee, kann schon nicht mehr lesen, Mario Kart 8, Bilux, sucht die, Flymon, was? Keine Ahnung. Ja, lest euch die Namen selbst durch. So. Und das war's. Freunde, ja, guckt, wie Plänker da mittanzt. Schaut euch nochmal die wunderschöne Karte an. Hier, Kapitel 1 komplett, Kapitel 2 komplett. Oder warte, wir machen das so wie in Ukulele 1. Großer Damm komplett, komplett. Komplett. Fabrikfisch komplett. Hintergehölfnetz komplett. Fantastische Fontänen komplett. Lichte Lichtung komplett. Sägelblattumgehung komplett. Produktionspfad komplett. Windmühlenweg komplett. Urbane Überraschung komplett. Seilbrandkamm Gott komplett. Förderband Chaos komplett. Kreissägenfälle komplett. Klippenhang Quest. Da habe ich tatsächlich gedacht, dass da noch mehr solche Level kommen. Aber na gut. So, komplett. Hängepartie. Oh, komplett. Turbinenturbulenz komplett. Übles Ufer komplett. Bumbumschlag komplett. Pumpwerk komplett. Gruselschiff Schießerei komplett. Und auch Gruselschiff Schriftrolle. Komplett. Und in der nächsten Folge ist das dran. Das unmögliche Versteck. Eventuell brauchen wir nur zwei Versuche. Und schließen es zu 100% ab. Ich weiß es nicht. Das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Ukulele and the Impossible Lair. Seid gespannt auf die finale Folge. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und rein. Und ciao.